Hallo und herzlich willkommen bei MAPCO TV. Heute will ich euch zeigen, wie man fachgerecht einen Anlasser wechselt und habe mir dazu wieder Hilfe eingeladen, den Konstantin vom Motortalk. Unser Patient ist heute ein Golf 3. Geübte Schrauber wechseln den Anlasser bei dem Auto bei Gelb an der Ampel. Es gibt aber einige Sachen zu beachten, deswegen zeigen wir euch heute, wie es geht. Viele von euch haben das sicher schon erlebt. Ihr dreht den Zündschlüssel, doch der Motor startet nicht. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Batterie ist entladen, der Magnetschalter hängt und ist überhitzt, die Verzahnungen der Ritze von Schwungmasse und Ausrücklager sind beschädigt, das Einrücksystem ist durch starke Verschmutzung beeinträchtigt. Wir haben das Auto aufgebockt und gegen Wegrollen gesichert. Als erstes nehmen wir die Masseleitung von der Batterie ab, damit wir sicher an der Elektrik arbeiten können. Danach nehmen wir alle Stecker vom Anlasser ab. Das ist selbsterklärend, einfache Steckverbindung, das schafft jeder. Achtet bei allen Arbeiten an der Motorelektronik bitte unbedingt auf dieses Kabel. Wenn die Kontakte korrodiert oder schadhaft sind, kann es sein, dass das Steuergerät kaputt geht. Deswegen prüft es, wenn ihr schon dabei seid, und wenn ihr es abhattet, bitte unbedingt wieder richtig festschrauben. Bevor ihr die Anlasserschrauben rausdreht, ist es unglaublich wichtig, dass ihr den Motor vernünftig abstützt. Der Anlasser ist im vorderen Motorträger befestigt und wenn ihr die Schrauben einfach rausschraubt, ohne den Motor zu sichern, kann er abstürzen. Deswegen oberstes Gebot, Motor vernünftig gegen Abstürzen sichern. Der Anlasser wird nur mit Strom versorgt, wenn das Zündschloss in die Startposition gedreht wird. Dabei wird die Klemme 50 freigegeben und das Ritzel fährt aus. Ist dieser Punkt erreicht, springt der Magnetschalter um und gibt den Strom der Klemme 30 frei. Jetzt wird die volle Batterieleistung dazu verwendet, die Schwungmasse anzutreiben. Bevor der neue Anlasser montiert wird, prüfen wir die elektronischen Verbindungen auf Korrosion und Verunreinigung. Beschädigte oder stark korrodierte Elektroverbindungen müssen immer ausgetauscht werden. Auch das Prüfen der Verzahnung an der Schwungmasse ist wichtig. Sie kann durch den defekten Anlasser beschädigt worden sein. Nach dem Reinigen der Anlageflächen von Getriebe und Anlasser kann Konstantin den neuen Anlasser einsetzen. Der Anlasser ist wieder montiert, die Befestigungsbolzen sind angezogen. Jetzt können die elektronischen Verbindungen wieder aufgesteckt werden. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Isolierungen der Kabel intakt sind und die Steckverbindungen gut halten. Der letzte Schritt ist das Aufsetzen der Batteriepolklemme auf den Minuspol der Batterie. Das war der Wechsel eines Anlassers. Ihr seht, auch das ist keine unlösbare Aufgabe. Besonders bei den elektrischen Verbindungen sollte man genau wissen, was man tut. Deswegen unsere Bitte an euch, nehmt euch einen gelernten Fachmann dazu. Tschüss und wie immer gute Fahrt auf allen Rädern wünschen euch der Schrauber und Konstantin von Motortalk.